Marschieren statt Bieren. Der Machtelite vertreten. Verteidigen wir unser Recht auf Leben. Keine Biowaffenlabore, keine Kriege, keine NATO. Keine genetischen Veränderungen der Menschen getarnt als Impfung. Keine Zentralbank-Kryptowährung. Keine Enteignungen unter dem Vorwand Klimaschutz. Stoppt die Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Es gäbe genug Gas. Öffnet Nord Stream 2. Stoppt den Krieg. Stoppt die Waffenlieferungen in die Ukraine. Stoppt die Schöpfung der Normalverbraucher und der Wirtschaft, damit sich die Stromproduzenten dumm und dämlich verdienen. Steht auf gegen diesen Krieg der 1% gegen uns alle und schließt euch uns an. Wir sind die 99%. Für bezahlbaren Strom. Stoppt die grüne Agenda. Nein zum Great Reset. Nein zu unserer totalen Verelendung. Die Ruinierung unserer Wirtschaft, des Mittelstands und der Bauern. Schließt euch uns an. Gegen die Politik der Bereicherung der 1% durch EU, G7 und unsere Regierung. Für staatliche Energiepreisdecke um mehr als 4%. Keine Gasumlage. Für echten Inflationsausgleich. So geht das nicht weiter. Steht auf gegen das Infektionsschutzgesetz. Steht auf gegen diesen Krieg der 1% gegen uns alle und schließt euch uns an. Wir sind die 99%. Jawohl, Dankeschön. Also, Samstag 15 Uhr, Rathenauplatz in Frankfurt. Seid dabei, jeden Samstag um 15 Uhr könnt ihr dabei sein, Gesicht zu zeigen hier in Frankfurt für bezahlbare Energiepreise und die Versammlung von Diplomaten anstatt Kriegswaffen. Dafür stehen wir hier, für unsere Familien und die Zukunft unserer Kinder. Dankeschön, Frankfurt zeigt Gesicht und dafür sind wir hier. Vielen Dank, Frankfurt zeigt Gesicht, Samstag 15 Uhr am Rathenauplatz. Seid dabei. Für die Freiheit! Auf die Straße! Für den Frieden! Auf die Straße! Für unsere Kinder! Auf die Straße! Für unsere Familien! Auf die Straße! Für unsere Gesundheit! Offiziell nicht in der Presse steht, weil das dürfen sie euch nicht sagen. Aber was ist in der Ukraine? Da ist maximal noch ein Drittel ukrainischer Soldaten. Der Rest sind amerikanische, englische, was weiß ich, für Söldner überprivatisierte Armeen, sodass es eben nicht offiziell ein Land ist. Aber wir wissen alle, dass es so ist und ihr wisst es eigentlich auch. Ihr wisst es, ihr gebt es euch nur nicht zu. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich bin in Bad Homburg auf der Straße mit vielen Leuten gesprochen und viele haben gesagt, es müssten viel mehr Leute auf die Straße gehen bei dieser Energiepolitik,
bei dieser Inflationspolitik und auch dieser Kriegspolitik. Und dann frage ich die Leute, und gehst du denn auf die Straße? Und dann sagen sie, nein, nein, ich habe dies und jenes Problem. Integrität heißt, das, was du denkst und worüber du sprichst, dass du es auch tust. Zeig doch den Politikern, dass wir mit dieser Politik nicht einverstanden sind, die uns nach und nach verarmen lässt, die uns Unwahrheiten verkündet. Erhob des Gegenwaffen! Wir können jetzt auch rübergehen. Und wir sollten über diese Telegram-Blase hinaus nun auch im tatsächlichen Leben uns Verbündete suchen, mit denen wir in diesem Winter zusammen sind. Jeder hat Eigenschaften, die bei einem Zusammenbruch wertvoll sein können. Und um diese Gruppenbildung ermutige ich euch und bitte euch, das in alle Welt hinauszutragen.